Ja, moin! Ja, wir waren stehen geblieben bei diesem Level. Kletterkönig sind da weitergekommen. Unfassbar, aber wahr. Ja, und wir gehen ins nächste. Spielen und ja, also ja, weiterhin verdammt blind. Blinder als ein Maulwurf. Also so blind, glaube ich, kann man eine LP gar nicht machen wie ich. Ja. Wir sind hier und machen... Bäh. Gut, los geht's. Ja, wir machen was kaputt. Also wir machen gerne was kaputt. Und wir hüpfen auf den scheiß Papagei oder was auch immer das sein soll. Und ja, machen auf jeden Fall mal richtig fett Chaos und so, ne? Ja, und wir fangen schon wieder an, gegen Dinge zu Ach, meine Fresse, Alter. Duck dich halt, du Scheißaffe. Die Laune ist schon wieder dahin. Also... Das ist jetzt schon mal wieder gar nicht so, wie ich das hier gerne haben will. Und deswegen, ja. Scheißaffe. Das ist, also dieses Spiel wird mich sehr, oh Gott, aufregen, habe ich so das Gefühl. Ich stoße auf, gerade so ein bisschen. Das passiert des Öfteren mal, wenn ich mich aufrege oder wenn ich zu viel Jackie getrunken habe. Ja, im Moment liegt es eher daran, dass ich, gerade eben eine... Hä? Egal. Ja. Gerade eben eine kurze Jackie-Pause gemacht hat, denn ja. So ein bisschen hat mich das Spiel gerade schon aufgeregt und ja. Ein bisschen Alkohol, keine Schaden, ne? Aber, ach, ey. Scheiß verfickter Frosch. Aber das Leben. Aber ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Kann man da eigentlich auch höher fahren? Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, da hochzukommen? Kann man irgendwas machen mit dem scheiß Affen, den man da hat? Man muss doch hier irgendwas machen können. Das gibt's doch nicht. Ja, Mann. Also, ja. Irgendwie wollte ich gerade... Was? Warum ist da ein Totenkopf drauf? Ey, dieses Spiel macht mich nervös und es ist doof. Ja. Ha! Kaputt! Warum ist da jetzt ein Frosch rum? Ja, also warum stelle ich mich auch so blöd an? Mann, oh, hör doch mal auf. Ich will da runter. Muss es runtergehen. Mann, oh. Hey, wieso geht es nicht? Doof. Ja, genau. Naja, wir sind ja... Und wir haben ein Herz, Gott sei Dank. Und wir haben Jackpot erreicht. Ja, Mann. Hä? Ja? Wir haben Dino? Ja, nee. Naja, Nashorn. Kein Dino. Entschuldigung. Aber die deutsche Sprache ist für mich gar nicht so leicht. Ja, also, wer sagt, die ist leicht, der kann sie wahrscheinlich auch, ne? Aber ich kann sie halt nicht so gut. Sag ich jetzt mal. Ach so, das Jetpack funktioniert nicht. Ah, ja, klar. Ich dachte schon jetzt, ne? Gut, weiter geht's. What? Geronimo! Whee! Juhu! Nein. Juhu! Ah, nein! Auch ein Screen, der uns wahrscheinlich des Öfteren hier beglücken könnte. Aber wir haben den Dino wieder! Das Nas. Warum sage ich Dino? Ach, egal. Machen wir erstmal Stampfattacke und... Bananen sammeln! Juhu! Yay! Yay! Okay. Wow! Also, dieser Sprung sieht wirklich gefährlich aus. Komm! Ja! Wir haben was geschafft! Ja. Warum haben wir das N jetzt nicht bekommen? Komm schon! Ja! Ja, Mann! Ja, das ist ja krass! Ja, wieso? Nein! Hier gelebt! Hey! Oh Mann!
Wieso ist das so eine Art... Ja, jetzt zeigt sich mein Skill wieder. Kann man den jetzt nicht kaputt machen? Ist das so eine Art rote Wespe sozusagen? Ich glaube mal. Also sieht jetzt... Sieht ganz danach aus. Ja, Vorsicht. Also jetzt, keinen Fehler machen. Okay, okay. Ja, das war ja schon mal wirklich gut, ne? Ja, Mann. Wieso kann man hier wieder nicht durch? Hier muss doch irgendwo auch mal durchgehen. Ich verstehe das nicht. Moment. Nein, auch nicht. Hä? Geht's hier durch? Hä? Ah! Wieso geht's da nicht durch? Yeah! Also ich habe irgendwie das Gefühl, das Level ist gleich vorbei und ich habe schon wieder irgendwie, ja, ach egal. Irgendwie kann ich mich gar nicht so richtig freuen, ich weiß auch nicht. Aber wir haben Kong gesammelt, oder? Ist doch auch was. Ist das nix? Das ist doch was. Ja, okay, also es ist noch so ein bisschen Ernüchterung in diesem Spiel, denn es ist nicht so einfach und so schön, wie ich vielleicht gedacht habe. Weil ich mich einfach auch noch so ein bisschen zu doof anstelle, warum gehe ich da unten eigentlich nicht hin? Warum kann ich da unten eigentlich nicht hin? Mano. Das Spiel hat schon wieder was gegen mich, versteht ihr? Oh, eine Giraffe. Habt ihr gesehen, eine Giraffe? Oh. Fliegen. Also, was ich besonders lustig finde, ist das hier. Also, das ist ja mal richtig geil, oder? Einfach auf den Boden hauen wie ein Affe. Okay, wir sind auch ein Affe, ne? Und ein Vogel kaputt hauen. Ey, also das mit der Refine-Bedingung und Nunchuck ist echt lustig. Also hätte man so eine Beatbox in der Hand. Keine Ahnung. Yeah! Oh mein Gott. Diese Passagen habe ich immer gehasst irgendwie. Du heilige Scheiße. Ich kann mir schon... Oh Gott, gut. Wieder vorstellen, dass ich hier wieder richtig verkacke. Also ich habe gehört, dieses Spiel... Genau. Also, wo fange ich jetzt eigentlich an zu reden? Also, okay. Nein, nein, nein. Gut, okay, wir können nochmal zurück. Ich habe ja den Test in der aktuellen Endzone von diesem Spiel gelesen und ich muss sagen... Also, die Kritik an diesem Spiel ist, es ist zu schwer. Okay, fassen wir mal zusammen. Das Hauptkriterium an Wii-Spiel war einerseits in diversen Fachzeitschriften, unter anderem auch dieser Zeitschrift, es sei immer zu leicht gewesen bis jetzt. Gut, nun haben wir mal ein schweres Spiel und ja. Auf einmal finden es die Fachmagazine wieder lustig, darüber zu meckern, dass das Spiel zu einfach... Ach komm, nee, ey, halt's mal. Das ist jetzt, glaube ich, auch anhand dieser Musik nicht so das, was man hätte erreichen sollen, glaube ich. Au! Mann! Hey! Gut, es ist nicht... Also, dieses Spiel scheint nicht gerade leicht zu sein, das merke ich jetzt schon, aber... Es ist ja auch mal schön, ein Spiel zu haben, das nicht immer Kinderkacke durchgeht, so wie... New Super Mario Bros. Wii zum Beispiel, denn dieses Spiel war wirklich lächerlich einfach. Und ich kann das für euch auch spielen. Ja! Habt ihr es gesehen? Ja! Ich bin so gut, Mann. Ja, jetzt laufe ich, glaube ich, gleich zur Hochform auf. Aber mit welcher Geschwindigkeit ich hier durchgehe? Oh, shit, Mann. Ey, ich bin gerade irgendwie baff, Alter. Also das war jetzt schon hier Skill vom Allerfeinsten, glaube ich. Ja, also, ich glaube, manche tun sich schwerer, das Kong zu... Ey, sag mal, es gibt Leute, die haben wahrscheinlich mehr Schwierigkeiten, das Kong zu erwischen. Nein, mit was habe ich Schwierigkeiten? Ich habe Schwierigkeiten damit... komm, nein! Ja. Wir reden zu viel, ich merke es schon. Ja, das Spiel ist schwer, aber ich find's gut so. Also... Um das mal zu sagen, die Wertung diverser Fachzeitschriften bezieht auch nicht nur Endzone, ist so im Rahmen zwischen 8,5 und, ja, warum verpasse ich jetzt die Münze, und 9,0.
Das ist prinzipiell ja nicht mal so schlecht. Ach, verdammt nochmal. Jetzt läuft... Ach, du Scheiße. Mein Gott, stelle ich mich wieder schlau an. Tut mir leid. Bezieht sich so auf diesen bereits erwähnten Bereich. Was ich bis jetzt nur verstehen kann. Es ist noch nicht so das Spiel, bei dem man jetzt sagt, hey, ja, das haut einen gleich von den Socken. So wie Zelda zum Beispiel. Verdammt nochmal. Aber, was nicht ist, kann ja noch werden. Also ich habe jetzt hier nicht mit einem Spiel gerechnet, das storymäßig hier gleich abräumt wie, ja, hast du nicht gesehen und so, ne? Aber so ein bisschen, ich weiß nicht, so mehr hätte man sich vielleicht erhofft. Keine Ahnung. Also ich mir zumindest. Ich weiß nicht. Yeah. Gut, also für mich ist in Spielen halt immer so ein bisschen wichtig, dass auch eine schöne Geschichte dabei ist. So wie, okay, ach du Scheiße. Bei Sin and Punishment finde ich zum Beispiel die Geschichte, die checke ich zwar noch nicht, aber es hat wenigstens eine. Und die kann man auch so ein bisschen erzählen. Man kann, sag mal, was ist das denn jetzt? Hä? Okay. Nein! Ja! Ja! Sei Dank. Oh, ist das nicht schön, ich habe ein Level geschafft. Ja. Okay. Ich habe mal... Ja, spielen wir jetzt weiter? Ich glaube, das Video beenden wir an dieser Stelle mal. Also, ja, ist nicht so viel Arbeit beim Schneiden für mich, deswegen einfach. Okay. Also machen wir hier mal ein kurzes Break und sagen, ciao. Und ja, bis zum nächsten Mal. Da geht's dann weiter mit Fachgelaber und hasse nicht gesehen. Und weiß schon, ne? Ja, ne? Also, ciao.